So, des Weiteren geht es jetzt nochmal um Jobcenter West und Sozialamt, also auch diese Außenstelle der Behinderten vor und hinter den Schreibtischen. Da haben wir natürlich einiges erlebt. Und jetzt stellt sich nochmal heraus, wir haben mit mal Erinnerung, die Ausländer auf unsere Seite waren, da was bekommen haben. Also das ist noch viel, viel doller, das ist noch viel, viel mehr betrogen haben. Und wir haben ganz andere Erinnerungen. Und zwar eine Erinnerung, wo der noch extra einer rauskam, von diesen Mitarbeitern da, von diesen Behörden, der das dann auch noch allen erzählt hat. Und natürlich besonders uns, weil wir daneben saßen. Und zwar gab es nicht nur einmal Probleme, dass Ausländer, aber auch andere minderbemittelte Deutsche kamen, die zum Arzt waren und vom Arzt eine Rechnung gekriegt haben, weil sie nicht krankenversichert waren. Und dieser Mitarbeiter da, ich weiß nicht, ob sie da alle Beamte sind, also dieser Behinderte da, sagte denn allen, er hat sich denn entschuldigt, dass der da laut wurde und sich aufgeregt hat und sich gesagt hat, das war nicht nur einmal, das haben wir mehrere Mal erlebt, das wurde uns so gesperrt. Und zwar haben sie sich angeblich nicht angemeldet für die Krankenkasse. Da übernimmt man denn großzügig Kosten für die Krankenkasse in Deutschland. So, wir denken, dass diese Ausländer oder minderbemittelten Deutschen, dass man einfach das Krankengeld behalten hat und sich nicht angemeldet hat bei der Krankenkasse. Dass sie natürlich mit dem Krankenschein oder der Krankenkarte zum Arzt gingen. Der Arzt hat festgestellt, dass da nichts ist und hat ihm dann die Rechnung geschrieben. So, die Beamten haben natürlich böse Sau mit denen gespielt. Es waren meistens Mütter mit Kindern, die dann nur noch geweint haben. Aber auch junge Ausländer, die sich dann richtig gewehrt haben. Also wir haben da Erinnerungen, wir haben keine konkreten Erinnerungen, aber es ist schön, dass wir es sagen. Und ich möchte noch mal sagen, über 200 Euro, glaube ich, die man zahlt pro Monat pro Person. Ja, das ist schon. Also zumindest ist bei uns. Also über 200 Euro pro Monat pro Person, also schon bei uns über 400 Euro. Das schafft natürlich. Und nun müssen wir uns natürlich nicht wundern, dass wir immer nie eine Krankenkarte gekriegt haben. Und wir gehen jetzt auch davon aus, dass an den Gerichten, am Sozialgericht und auch an den Gerichten, an der Gerichtsbarkeit, Staatsanwaltschaft, Polizei und so, wir haben da so einen Hinweis gekriegt. Leider nur einen Hinweis, dass da auch Geld fließt. Weil diese Jobcenter und diese Sozialämter, die kommen ans Geld ran. Und müssen natürlich ein bisschen Geld weiterzahlen, damit es nicht aufhört. Also, wir haben das ja beim Sozialamt erlebt, wir haben es auch bei der Staatsanwaltschaft erlebt, wir haben es auch beim Gericht erlebt und wir haben es auch bei der Polizei erlebt. Und bei der Polizei kommen hauptsächlich unsere alten Genossen. Vielleicht nicht alle aus den neuen Bundesländern, aber die alten Genossen sind garantiert da drin. Das möchte ich auch nochmal sagen, weil ich möchte die Polizei nicht mehr so doll am Plan halten. Also, bin doch sehr, sehr sicher, dass es Polizisten da waren. Wir können auch jetzt nicht mehr ausschließen, nachdem, dass wir, wie wir erlebt haben, dass wir noch nicht mal merken, dass wir im Gefängnis waren und hier in Krankenhäusern und so, dass wir auch von diesen Polizisten hier geschlagen wurden. Ne? Muss man auch so sagen. Und nochmal, also, Straßenpolizisten machen wir einen ehrlichen, knallharten Job hier. Es tut mir so leid, dass ich das nicht sagen muss. Also jeder sollte langsam begreifen, was hier los ist. Jeder sollte begreifen, dass ich gar nichts den Polizisten habe. Je mehr Polizisten, je wohler fühle ich mich eigentlich. Das wurde alles nur anders, wie wir was anderes erlebt haben, wie wir auf der Polizei aufgehört führen. Hören sich das an, dann werden sie auf den Wahl zum Beispiel. Das möchte ich auch nochmal sagen. Also ganz, ganz schlimme Sachen. Ganz, ganz schlimme Sachen mit den Jobcentern. Jetzt wissen wir, warum unsere Krankensachen nicht bezahlt wird, weil man da natürlich auch ganz, ganz viel Geld kriegen kann, ohne dass wir so viel mitnehmen. So, und unsere Akten wurden ja seit 2010 alles neu gemacht. Natürlich wurde alles gezahlt. Ich möchte nochmal sagen, weil wir, ich sage jetzt mal für Rostock und Frankfurt, weil wir ja genug Kleidung hatten, haben wir in Rostock nie Kleidung gekriegt. Kleidungsgeld bekommen. Das
das wurde uns schon alles vorenthalten. Und wir waren ja auch immer nicht da, dann haben wir das Geld auch nicht bekommen. Es wurden riesige Summen einfach willkürlich abgezogen. Und heute wissen wir auch beispielsweise, dass man nach Mainova, dem unserem Stromanbieter einfach nicht überwiesen hat und dass Mainova im Recht war. Das war ja schon eine Unsumme. Das waren schon 2000 Euro. Unvorstellbar, wie man uns schon alleine beklaut und so hat man es gebrannt. Ich glaube, das reicht jetzt mal. Mehr müssen wir da gar nicht sagen. So, und wir haben ja auch schon gesichert, wir haben uns auch gewundert, wir haben in Rostock nun gar nichts bekommen. Weder ein Bescheid noch irgendwas anderes. Weil da waren wir rigoros. Und haben uns gewundert, dass sie mit mal Bescheide auftauchten. Das konnten wir damals nicht verstehen. Einige konnte meine Frau zum Glück noch sichern, der Rest ist weg. Ich weiß nicht, warum man die mit mal wieder weggenommen hat. Und also wohl Angst, dass wir dann nochmal genau nachlesen und dann noch genau dahinter kommen. Das läuft. Weil das muss man sich überlegen. Wir kriegen seit 1997, ne? Sozialhilfe, beziehungsweise nachher Arbeitslosengeld 2. Wir können das bis heute nicht berechnen und wissen nicht genau, was es gibt. Weil wir haben einfach keine Lehrauskünfte. Und wir wurden auch für Torte platziert, da wurde noch so was angeschrieben. Und der Bettmann wurde.